Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Strompreisbremse, die nämlich gerade eben im Bundestag beschlossen wurde. Ich sage deswegen gerade eben, weil tatsächlich das Ganze eben jetzt vor erst wenigen Minuten im Bundestag durch die Abstimmung durchgegangen ist und jetzt auch gilt. Ne? Wir haben hier am 15. Dezember zwar schon 9.35 Uhr ganz ursprünglich den Tagesordnungspunkt aufgerufen bekommen, aber es gab dann eine namentliche Abstimmung. Das heißt, jeder Abgeordnete vor Ort musste sein Kärtchen einwerfen und sagen, wo er praktisch dafür oder dagegen stimmt. Und im Ergebnis kann man sagen, ja, sowohl die Strompreisbremse als auch die Gas-Wärmepreisbremse kommen. In den jeweils vom Klimaschutz- und Energieausschuss vorgegebenen Änderungsversionen, die am 14.12. im Ausschuss veröffentlicht worden sind. Hier kann man es dann schon in diesem Tagesordnungspunkt ganz gut erkennen. Ich werde mich hier mal vielleicht passenderweise kurz wegschieben. So, dann seht ihr es nämlich schon mal. Wir haben von 662 Abstimmenden Ja 372 für oben den Bereich der Gaspreisbremse. Und dann von 661 haben wir 373 Ja-Stimmen für die Strompreisbremse. Ihr seht dann bei den Nein und bei den Enthaltungen Unterschiede. Ich glaube, hier fehlt ein 1. Ne? Enthaltungen müssten 133 sein. Ihr seht dann ja hier, dass das nicht ganz identisch ist. Ihr habt dann hier weitere Entschließungsanträge. Ne? Die kommen von der Opposition. Und dann habt ihr hier noch weitere Dokumente. Das ist immer schon mal ganz okay. Ihr könnt aber auch einfach hier auf den Artikel dann abspringen und habt dann eine Gesamtzusammenfassung, wo dann auch die Aufzeichnung der parlamentarischen Debatte noch zu finden sein wird. Ob es sich lohnt, die sich anzuschauen, kann ich nicht sagen. Ich habe es mir natürlich nicht angeguckt, weil parlamentarische Debatten halt immer so ein Ding sind von wegen, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof und so weiter. Ne? Also das lohnt sich nicht immer. Und deswegen kann man sich das viel besser auch so anschauen. Ne? Hier haben wir zum einen dann auch Erklärungen, was so passiert ist. Das kann man sich angucken. Und dann haben wir nochmal alle Dokumente, die in irgendeiner Form in diesem Tagesordnungspunkt relevant waren. Und dann nochmal der Beschluss selbst. So. Und dann steht es hier eben auch noch einmal so. Oben, das ist die Gaspressbremse, die 4683. Die ist in der Ausschussfassung 4911 beschlossen worden, angenommen worden. Okay. Dann hatten wir mit der 4913 einen Antrag der CDU, der ist natürlich abgelehnt worden, weil es ist die Opposition. Und dann hatten wir mit der 4917 noch einen Antrag von der AfD zur Strompreisbremse, die wurde auch abgelehnt. Die 4685 ist dann die Strompreisbremse, die in der Fassung vom Ausschuss 4915 beschlossen wurde. Die weiteren Anträge 4918 von der CDU und 19 von der AfD wurden auch wieder abgelehnt. Okay, also würde ich sagen, lohnt es sich, neben dem Durchlesen der diversen Aspekte hier ne, auf der linken Seite, lohnt es sich einfach in die Ausschussfassung reinzuschauen, weil die schlussendlich jetzt den fertigen Gesetzestext liefert. Ihr könnt natürlich auch in die Originalvariante gehen. Ne? Die 4685 ist vom Ende November der Gesetzentwurf. Den haben wir uns in dem Überblicksvideo zur Strompreisbremse schon mal mit angeschaut. Ist jetzt aber natürlich nicht in dieser Form beschlossen worden, sondern da gehen wir dann in die nächste Variante, die 4915 vom 14.12. Hier haben wir den tatsächlichen Beschluss aus dem Klimaschutz- und Energieausschuss. Und das kann man sich tatsächlich anschauen. Ihr seht ja hier oben ne, 183 Seiten, also völlig durchlesen, Wort für Wort kann man das eher selten. Hier ist im Großen und Ganzen also erwähnt, ne, der Bundestag möge dieses Gesetz in der nachfolgend geänderten Form beschließen. Ne, das steht dann hier, ne, den Gesetzentwurf in der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen und dann noch verschiedene Entschließungen, die eben sagen, ja, wir wollen jetzt hier was machen. Ja, also der Bundestag fordert praktisch die Bundesregierung auf, eine bestimmte Handhabung an den Tag zu legen. Ja, okay. So, und dann kommen wir zur Übersichtstabelle. Und das sind jetzt praktisch von Seite 10 bis Seite 154, wenn ich mich jetzt nicht irre, der tatsächliche Gesetzestext, der gegenübergelegt ist. Ne? Links immer die alte Variante, die wir in der ursprünglichen PDF hatten und rechts die aktualisierte Variante. Und das zusammengemischt ist wiederum
der fertige Gesetzestext. Das muss man eben auch wissen. Es gibt jetzt hier nicht einen, oder es gibt noch nicht einen veröffentlichten, durchlaufenden Gesetzestext, sondern wir haben schlussendlich mit dieser Gesamttabelle den Text, den wir uns jeweils zusammenreimen müssen. Interessant ist, dass sie bereits in der Übersicht gesehen werden kann, dass wir ein paar Anpassungen haben. Ne? Dieses Gesamtgesetz ist ja wieder ein Artikelgesetz mit mehreren Gesetzen und Verordnungen, die angefasst werden. Und wir sehen ja hier schon, ne, okay, das eigentliche Strompreisbremsengesetz als Hauptinhalt. Da ist dann auch gleich von Seite 10 bis Seite 117 mit Abstand der größte Teil. Der ist so geblieben. Auch das Energiewirtschaftsgesetz ist dann im Artikel 2. Und dann sehen wir aber schon, die Stromnetzentgeltverordnung, die wird doch nicht geändert. Und damit fallen die ursprünglichen Artikel 4 und 5 vor auf die Artikel 3 und 4, ne, Grundversorgungsverordnung, Strom und Gas. Dann wird eingeschoben Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und die weitere Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Zusätzlich Änderung der Erneuerbaren Energienverordnung EEV. Dann bleiben wir bei der Innovationsausschreibungsverordnung, die ist aber trotzdem von Artikelnummer her 1 nach hinten gerutscht. Nicht überraschen lassen. Zusätzlich Artikel 9 ist plötzlich Änderung des KWKG, Kraftwärme-Kopplungsgesetzes. Und dann, wie vorher, Windenergie auf See-Gesetz und Energiefinanzierungsgesetz sind von Artikel 8 und 9 auf Artikel 10 und 11 praktisch um zwei Stufen runtergeschoben, was die Nummerierung angeht. Und dann abschließend Artikel 12 einfach nur das Inkrafttreten. So, das sind jetzt erstmal die Inhalte. Und ihr könnt euch das tatsächlich durchlesen. Es ist halt tatsächlich viel. Ja, das muss man sich bewusst sein. Ich werde es auch nicht, damit dieses Video eben nicht irgendwie eine Stunde lang ist, jeden Paragraphen durcharbeiten, auf gar keinen Fall. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, was ist denn das Strompreisbremsengesetz? Es läuft darauf hinaus, dass wir zum einen auf der Erzeugerseite bei den Kraftwerksbetreibern, bei den Anlagenbetreibern eine Deckelung haben für den Erlös, der erwirtschaftet werden kann. Aktuell haben wir aufgrund der Energiepreiskrise, der Strompreiskrise, hohe Erlöse im Verkaufen von produzierten Strom. Und da soll praktisch eine Obergrenze drüber gelegt werden. Alles, was drüber ist, wird vom Staat abgeschöpft und für die Stabilisierung des Gesamtsystems verwendet. Wir haben ja aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum Beispiel eine Preiskrise schon im Gasbereich. Wir haben insgesamt eine gewisse Unsicherheit im Markt an vielen Stellen. Und da soll jetzt erstmal Geld zusammengetragen werden, um hier eine Gesamtstabilisierung herbeiführen zu können. Das ist am Ende des Tages nichts anderes als früher eine feudale Sondersteuer, wenn der Graf vorbeigekommen ist und dir einen Teil deiner Erlöse einfach aus der Tasche genommen hat. So in etwa kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es natürlich eine Deckelung des Endkundenversorgungspreises. Also das ist dann eine andere Marktrolle, die des Versorgers. Der darf eben nur bis zu einem bestimmten Preis in seinem Versorgungstarif verlangen. Alles, was drüber wäre in dem Preis, wird dann vom Staat bezahlt. Unter anderem von dem Geld, was vorher bei den Erzeugern abgeschöpft wurde. Jetzt klingt es erstmal danach, na gut, dann muss ich meinen Preis einfach nur denkbar hochsetzen. Dann bezahlt der Staat ja den Rest, der nicht vom Kunden zu bezahlen ist. In der Theorie natürlich, aber man soll sich bitte schon bewusst sein, der Staat lässt sich hier nicht immer veralbern. Nicht nur, dass man sowieso ein Monitoring durch zum Beispiel Regulierungsbehörden wie die Bundesnetzagentur hat und durch das Bundeskartellamt. Es kann dann auch gut sein, dass natürlich sowas wie ein Hauptzollamt, was ja sowieso im Kontakt steht mit Energieversorgern, weil man da verschiedene Daten zu melden hat, dass die dann einfach mal sagen, hey, ist das denn richtig, was ihr da gemacht habt? Und wenn es sich herausstellt, dass man hier Schindluder getrieben hat, als Versorger zum Beispiel, kann es gut sein, dass das nicht nur pressetechnisch problematisch ist in so einer Krisensituation, sondern auch, dass hier der Staat dann sagt, das dürft ihr nicht und wir gehen jetzt mal vor Gericht mit euch. Also das kann tatsächlich nochmal zu einem Problem werden, wenn man jetzt diese Chance einfach nur ausnutzt, um komisch zu reagieren. Also wichtig ist halt zu sehen, dass es diese beiden Seiten gibt. Wir haben andererseits die Erzeugererlöse, die abgeschöpft werden, und wir haben zum anderen die Versorgungspreise, die auch gedeckelt werden. So. Und dann gibt es so verschiedene Aspekte, wie hier, das lesen wir dann schon, Boni- und Dividendenverbot, wenn man hier ist ein Geld aus diesem Rettungssystem in Anspruch nimmt, darf man an seine Manager
keine besonderen Boni auszahlen. Na, auch dafür gibt es Regelungen. Das ist nicht uninteressant, aber ja, ist am Ende des Tages auch nur vielleicht ganz fair. So, und dann gibt es hier erstmal verschiedene Definitionen am Anfang. Das ist klar. Also vielleicht noch mal, um das kurz zu zeigen, wenn ihr hier dann seht, auf der linken Seite steht ein Text und auf der rechten Seite steht unverändert, dann heißt das, dass dieser Teil des alten Gesetzesentwurfs, das war dieses andere Dokument, dass dieser Teil bleibt und so dann in den Beschluss auch gekommen ist. Nur wenn hier was anderes drin steht, dann ist diese rechte Seite zu sehen. Es kann aber auch passieren, dass hier mal steht wie entfällt, dann wird das einfach nur gelöscht. Dann ist das nicht Teil des Beschlusses gewesen. Dazu kommen wir dann auch bestimmt nochmal gleich. Unverändert heißt halt, wir lesen uns die linke Seite durch. Wir können das jetzt natürlich nicht für alle Inhalte machen, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Teilweise sehen wir dann hier einfach so, wo im Fließtext nochmal was ergänzt wird, um einfach nur ne, von der Kommission zur, von der Europäischen Kommission, ne, das ist so redaktionelle Anpassung. Das ist jetzt tendenziell also nicht ganz so weltbewegend. Scrollt man mal ein bisschen, ne, dann sieht man auch schon, es geht hier um Energiemehrkosten vom Januar 22 und Januar 24, Referenzenergiekosten, genau. Also wir haben ja hier schlussendlich jetzt ab Januar 23 wirksam bis nach 24 hinein konkrete Anpassungen und Tätigkeiten, ja, als auch mehr so formelles. Da kann man, denke ich, noch weiter scrollen. Und sehen da mal genau hier so die Entlastung von Letztverbrauchern. Da wird es ja dann langsam schon mal interessant. Versorger, die Netzverbraucher versorgen, müssen dem Netzverbraucher eine Absenkung der Stromkosten in Höhe des monatlichen Entlastungsbetrages gewähren. Aha. Und zwar für das Kalenderjahr 2023. So, das ist dann schon mal ein guter Aufschlag, ne? Damit beginnt es. Und dann haben wir relativ bald Differenzbetrag, na, noch nicht. Hier haben wir es schon, Referenzenergiepreis. Bei Verbrauchern bis zu 30.000 Kilowattstunden 40 Cent pro Kilowattstunde. Einschließlich der Netzentgelte, Messstellenentgelte und staatlich veranlassten Preisbestandteile. Und jetzt kommt die Änderung, einschließlich der Umsatzsteuer. 40 Cent ist also brutto das, was wir als Haushaltskunde und als Gewerbekunde bis 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch zu zahlen haben. Alle drüber 13 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings noch vor den weiteren Entgelten, einschließlich der Umsatzsteuer. Und das wiederum für, da steht noch etwas weiter unten, für ein Kontingent, ne? Entlastungskontingent weist darauf ja auch hin, dass dieser Referenzpreis auf 80% anzuwenden ist für die kleineren Kunden und auf 70% für die etwas größeren Kunden über 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das heißt, 4/5 des Gesamtverbrauchs oder des Referenzverbrauchs des letzten Jahres wird mit diesen 40 Cent gedeckelt. So kann man das in etwas sagen. Das ist dann schon mal die Seite der Verbraucher, also der Versorgungstarife, die jetzt hier eine Deckelung bekommen. Und dann kann man ja ruhig mal weitergehen. Da müssen wir mal noch ein bisschen scrollen. Ja, komm, wir scrollen mal ein bisschen. Da. Hier gibt es verschiedene weitere formelle Inhalte. Wir gehen mal bis auf die Seite, ich glaube 40, da war wieder was ganz Greifbares. So, hier, oder? So, genau, Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung und Endabrechnung. Hier ist es dann doch schön interessant. So, ab dem 1.1.23 bis zum Ablauf des zeitlichen Anwendungsbereichs, das müsste März 24 gewesen sein, der also hier einen Vertrag abschließt, so darf insgesamt Vergünstigungen oder Zugaben mit einem Wert von 50 Euro oder unter manchen Rahmenbedingungen 100 Euro nicht überschreiten. Das heißt, ein Neukundenboni ist gedeckelt. Das ist jetzt natürlich auch interessant, wenn man eben sagt, ne, ich habe hier vielleicht einen besonders hohen Preis.
Das ist ja aber gedeckelt, der Rest wird vom Staat bezahlt. Jetzt mache ich aber viel Neukundenwerbung über zum Beispiel diese Boni, Neukundenboni, bei einem Vergleichsportal zum Beispiel auch. Und dann kriege ich mehr Kunden, die aber alle eigentlich viel bezahlen müssten. Das ist aber gedeckelt, der Rest wird vom Staat bezahlt. Dann schöpfe ich ja mehr vom Staat ab. Das ist es hier also gedeckelt, ne? Also dieser Neukundenboni wird eine Obergrenze haben und das nimmt auch Dritte mit ein, nämlich die Betreiber von Vergleichsinstrumenten, insbesondere diese, also Verifox, Check24 und so Co. Da darf nicht einfach nur so ein Neukundenboni von 200 Euro meinetwegen platziert werden, das ist gedeckelt. Spannend. Das weist für mich eben schon mal darauf hin, dass hier tatsächlich der Staat sich nicht völlig auf der Nase herumtanzen lassen. So, auch hier haben wir dann nochmal die Hinweise auf die Preisbestandteile und Rückforderungen, also viele, viele Regelungen darum, wie das dann eben im Weiteren mit den Berechnungen der Kosten so aussieht. Auch nicht uninteressant, Vermieter, also da, wo meinetwegen Strom über Mieterstrom oder was auch immer für Formate berechnet wird. Hier müssen Einsparungen oder Mehrbelastungen eben auch weitergereicht werden an die Mieter. Also wenn der Vermieter einspart, dann muss er diese Einsparung auch an den Mieter weiterreichen. In diesem Falle. So, und dann gehen wir doch mal noch zwei Seiten runter. Genau, hier haben wir es dann auch schon. So. Und zwar geht es jetzt um die Erzeugerseite. Auch hier haben wir eine Deckelung. So, und dann steht aber auch schon mal, ne, dieser Teil ist nicht anzuwenden auf. Und dann haben wir zum Beispiel erstens überwiegend auf der Basis von leichtem Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Biomethan, Steinkohle, Gichtgas, Hochofengas, Kokereigas oder Sondergasen aus Produktionsprozessen der Chemieindustrie und der Großindustrie. Zweitens Strom aus Biogasanlagen bis 1 Megawatt. Dann auch neu ergänzt, ne, B. Sonstige erneuerbare Energienanlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 1 Megawatt. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bis 1 Megawatt. Sonstige Stromerzeugungsanlagen bis 1 Megawatt und so weiter. Und dann kommen wir nämlich gleich zu den Abschöpfungsbeträgen. So, hier erstmal nochmal Haftung, Zurechnung, ne, also viele Rahmenbedingungen, weil wir hier Gesetze rund um Finanzen machen, muss da natürlich auch alles geklärt sein. Und dann sind wir auch schon da angekommen, genau. So, Überschusserlöse, ne? Paragraph 16. Werden vorbehaltlich unwiderleglich vermutet, wenn die Spotmarkterlöse in einem Kalendermonat oder im Fall von Windenergieanlagen und Solaranlagen im kalendermonatlichen Erlöse auf der Basis des energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes des EEG in Summe übersteigen. Bei erneuerbaren Energienanlagen, bei einer Direktvermarktung mit Marktprämie, der anzulegende Wert plus ein Sicherheitszuschlag von 3 Cent pro Kilowattstunde. Es hat trotzdem für dann die großen Anlagen hier eine krasse und klare Abschöpfung. Und auch bei den anderen, wir hatten das ja in dem Zusammenfassungsvideo schon gemacht, auch hier anzulegender Wert plus Sicherheitszulage. Bei Kernenergieanlagen haben wir hier diese 4 Cent und dann die 9 Cent in Zukunft. Also das ist zum Beispiel leicht verändert worden von 10 auf 9 Cent, ne, immerhin bei den Kernenergieanlagen und so weiter. Also hier haben wir die verschiedenen Erwähnungen, auch hier Kohle von 5,2 auf 5 Cent. Und so weiter. Also hier gibt es ein paar kleine Anpassungen. Dennoch, es ist halt gerade, glaube ich, schwierig, dass man sagt, dass man das bei erneuerbaren Energienlagen halt auch pauschal macht, weil genau die wollen wir doch jetzt eigentlich zubauen und die sollten es eigentlich gerade besonders attraktiv haben. Und mit dem anzulegenden Wert plus diesem kleinen Sicherheitszuschlag ist das trotzdem nicht unbedingt gerade ein Anreiz, mega viele, mega große Anlagen bauen zu wollen. Muss man einfach mal auch so hinnehmen. So, jetzt geht das hier natürlich noch weiter.
Es ist ja, wie gesagt, wirklich ein großes Gesetz mit vielen, vielen formellen Regelungen und dann auch dem untereinander. Ne? Wie gehen dann die Übertragungsnetzbetreiber mit den Verteilnetzbetreibern um? Wie werden Daten hin und her geschoben? Wie wird hier abgerechnet? Bla bla bla. Also wirklich viele, viele, viele Aspekte. Wenn ihr so durchscrollt, werdet ihr das ja dann auch sehen. Das Ding ist halt, man kann natürlich sich sagen, gut, was interessiert mich prinzipiell? Dann suche ich nach bestimmten Fachbegriffen, dann suche ich beim Scrollen nach dem Fettgedruckten und da kriegt dann ein Gefühl dafür, was sich hier tatsächlich tut, was sich hier ändert. Ich glaube, ich hatte mir nochmal was aufgeschrieben hier auf den nächsten Seiten, nämlich, ja genau, Boni- und Dividendenverbot. Ich hatte es am Anfang mal erwähnt. Wer insgesamt eine Entlastungssumme von über 25 Millionen Euro bezieht, darf Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie Mitgliedern von gesellschaftsrechtlichen Aufsichtsorganen bis Ende 2023 keine Boni oder andere vergleichbare Vergütungsbestandteile gewähren. Also keine Boni für Vorstände und Aufsichtsräte. Kein Mitglied der Geschäftsleitung darf Vergütung erhalten, die über der Grundvergütung vor dem 1. Dezember 2020 hinausgeht. Außer Inflationsausgleich. Unternehmen, was sogar 50 Millionen bekommt, da geht es um so weiter. Ne? Also hier sind wir sehr, sehr klar angekommen mit Ausformulierungen, wer hier nicht besondere Boni bezahlen darf. Missbrauchsverbot, ich habe das ja mal vorhin angedeutet, es wird auf jeden Fall Prüfung geben. Wenn ich einfach so meine Preise erhöhe, um hier nur Geld abzuschöpfen, wird das auffallen. Und auch mit aller Gewalt des Staates bestraft werden. Davon kann man ausgehen. Bußgeldvorschriften und so weiter kann man sich alles anschauen, wenn man damit sich auseinandersetzen will. Und dann kommen wir langsam tatsächlich auch schon ans Ende, wobei ich sagen muss, es sind immer noch 15 Seiten. Ne? Ach ne, genau, dann haben wir die Anlagen, stimmt. Dann haben wir die Anlagen. Auch das ist ja nicht uninteressant. Puh. Und dann kommen wir mit Artikel 2 zum Energiewirtschaftsgesetz. Wow. hier haben wir also auch verschiedene, genau, befristete Notversorgung von Netzverbrauchern. 118c, das könnten wir uns vielleicht sogar anschauen. Das ist hier, glaube ich, dann relativ weit hinten. Genau, die befristete Notversorgung. So, Betreiber von Verteilnetzen sind berechtigt, Entnahmestellen von Verbrauchern, die ab dem 1. Januar 2023, also jetzt bald keinen Versorger haben, dass sie ab dem 1. Januar 2023 befristet für 2 Monate dem Bilanzkreis des Versorgers zugeordnet werden, der bis Dezember 2022 beliefert hat. Wenn also ein Versorger jetzt zum Jahreswechsel einen Kunden raushaut und er hat keinen Folgeversorger, darf der Netzbetreiber sagen, verarscht, der Kunde bleibt bei dir in deiner Verantwortung, lieber alter Versorger. Du behältst den noch 2 weitere Monate bei dir im Bilanzkreis. Kümmere dich bitte schön. Das ist interessant, aber Achtung, wichtig, 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 anzuwenden für das Versorgungsnetz in Mittelspannung oder Mitteldruck. Oder der Umspannung von Nieder- auf Mittelspannung. Das muss man also noch mal ein bisschen relativieren, wie man gerade auffällt. Das ist natürlich dann eher für Gewerbekunden einer gewissen Größe zu sehen. Haushaltskunden landen ja sowieso in der Ersatzversorgung im Zweifel. Ne? Das ist ja auch klar. Das ist so eine Art wie Pseudo-Ersatzversorgung, könnte man sagen. Notversorgung, ja genau, hier gibt es eine weitere Regelung dazu, kann man sich auch nochmal anschauen. Ich glaube, solche Aspekte machen wir nochmal separat in einzelnen Videos. Ich merke ja auch, dass es gerade einfach wirklich, wirklich viel. Ich bin ja gerade erstmal bei Artikeln 1 und 2 und das Video ist jetzt schon über 25 oder fast 25 Minuten lang. Okay. Nochmal wichtig, ich habe ja erwähnt, die Stromnetzentgeltverordnung entfällt. Hier geht es vor allem um diese verringerten Netzentgelte, die weggefallen wären. Hier, die 18. Das machen wir auf jeden Fall nochmal in einem separaten. Die 18 sollte ja wegfallen. Jetzt machen wir mal die Stromneff 18. Genau, das machen wir doch mal so. Stromneff 18.
Entgelt für dezentrale Einspeisung, genau das sind diese vermiedenden Netzentgelte, ne? So hieß das genau. Die hätten ja eigentlich wegfallen sollen, das war ja auch viel Kritik. Das entfällt jetzt, ne? Diese vermiedenen Netzentgelte werden nicht wegfallen. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt für die Gesamtstabilisierung. Dazu mache ich nochmal ein separates Video. Das ist zu komplex für jetzt noch so zwischendurch. Grundversorgungsverordnung unverändert. Also das ist dann in der Art und Weise, wie es schon im alten Entwurf angesprochen wurde, genauso jetzt auch in der Beschlussfassung. Gasgrundversorgungsverordnung das gleiche, unverändert, genauso. Dann kommen wir ja zum EEG. Seite 140 hier, da haben wir den Höchstwert. Das sind Wind, Solar, erstes Segment, Solar, zweites Segment und Innovationsausschreibungsverordnung. So nicht mehr als 25% und Höchstwert nach allen anderen Bestimmungen nicht mehr als 10%, von dem zum Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden Höchstwert abweichen. So. Hier geht es also auch am Ende des Tages um Vergütungsansprüche, könnte man sagen, so, die auch hier gedeckelt werden. Weitere Änderung des EEG. Aber auch hier Hinweis auf den Marktwert, geht das immer noch um die Vergütung. Gemutstermine, dass auch da verschiedene Aspekte gedeckelt werden, haben wir alles schon mal besprochen. So, das geht hier noch ein paar Seiten lang, genau. Und die negativen Preise, ne? Also sollten wir negative Börsenpreise haben, wird also auch hier ein Vergütungsanspruch entfallen, ist klar. Kennen wir alles schon so. Dann kommen wir auf die, sind wir glaube ich schon angekommen, genau, Artikel 7 Erneuerbare Energienverordnung EEV. Hier geht es dann auch nochmal um das Windenergie auf See-Gesetz. Und hier geht es genau wieder um die Flächen, dass hier die zentral voruntersuchten Flächen eine besondere Eignungsprüfung bekommen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir hier diese Ausschreibungen gerade vereinfachen in diesem Kontext, ne? So, Innovationsausschreibung ist in der vorherigen Variante beschlossen worden. Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz wurde ergänzt. Da geht es um die Stilllegung, genau. Anlagen, die es eigentlich hätten stillgelegt werden sollen, dürfen noch mal 3 Monate weiterlaufen. Das ist in etwa hier der Aspekt, ne, damit wir jetzt über den Winter kommen. Bei den KWK-Anlagen, Windenergie auf See-Gesetz unverändert, hier haben wir auch diese, ich meine jetzt immer auch diese Ausschreibungsaspekte. Energiefinanzierungsgesetz, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr. Das sind dann 5 Seiten insgesamt. Hier geht es eben auch um die vermiedenen Netzentgelte, dass die nicht wegfallen sollen, sondern dass das praktisch weiterhin für die dezentralen Erzeuger so ein Pluspunkt bleibt. Na, hier sehen wir, ne, was eigentlich hätte passieren sollen, entfällt. Da geht es vor allem um diese vermiedenen Netzentgelte. Und ansonsten ist hier nochmal die Regelung, dass wir das Geld im EEG-Konto soll jetzt auch hier im Großen und Ganzen ja für Systemstabilisierung genutzt werden. Auch hier wird dann nochmal gesagt, dass das Geld soll das wieder gebraucht werden für das EEG-System, dann auch vordergründig wieder für das EEG-System genutzt werden kann. Das steht auch hier nochmal drin. So, und dann kommen wir bei Artikel 12 zum Inkrafttreten ASAP. An, ne, 2. Januar 2023, weil hier der 1. Januar als Feiertag nicht gilt. Ansonsten 1. Januar. Tatam. Geht's los. Und dann Bericht und Erklärung. Das war's. Okay, trotzdem eine halbe Stunde Video, obwohl ich ja nun fast gar nicht auf Details eingegangen bin. Das machen wir dann jetzt nochmal im Weiteren. Also, der Überblick soll sein, diese Aspekte sind jetzt beschlossen worden. Die Strompreisbremse, die Gas- und Wärmepreisbremse kommt. Keine Möglichkeit mehr des Ausweichens, es ist jetzt beschlossen. Der Bundesrat sagt dazu nichts mehr. Also kann was sagen, aber hat nichts mehr zu beschließen. Wir haben damit eine Abschöpfung der Erzeugungserlöse und wir haben damit eine Deckelung der Versorgertarifpreise. Wir haben verschiedene Aspekte, die das Gesamtsystem finanzieren und stabilisieren sollen. Naja, es gibt auf jeden Fall ein paar Aspekte, die sich wirklich verbessert haben. Ne? Wir haben das Ausnehmen der kleinen Anlagen aus den Regelungen. Wir haben, dass die vermiedenen Netzentgelte nicht wegfallen. Wir haben ansonsten trotzdem noch so ein paar Aspekte, die
vielleicht fragwürdig sind. Aber was mir insgesamt Hoffnung gibt, ist, dass auch hier ganz klar nochmal geregelt ist, dass die teilnehmenden Versorger geprüft werden. Und dass eben zum Beispiel Dividenden- und Bonizahlungen ausgeschlossen werden und dass eben zum Beispiel auch eine missbräuchliche Zuwiderhandlung nachverfolgt werden wird. Mal schauen. Wir werden jetzt also auf jeden Fall noch mal Ergänzungsvideos machen zum Thema zum Beispiel vermiedener Netzentgelte und zu verschiedenen anderen Aspekten hier in den Preisbremsen. Ich nehme das nochmal genau auseinander und werde nochmal drüber sprechen, für welche Anlagen was gilt. Ich denke auch, dass hier die Fachpresse und die verschiedenen anderen interessanten Publikationen einiges veröffentlichen werden. Darauf nehme ich dann vielleicht auch Bezug. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach nachschlagen. Wir verlinken diesen Gesamtartikel aus dem Bundestag natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Okay. Habt ihr erstmal konkrete Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches zur Strompreisbremse oder Gaspreis-, Wärmepreisbremse gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Alles klar. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.